kommst du denn her? Kap Grün, ihr! Servojane. Hauptsache quietschige mit Auto fahren, ne? Game Keys und Game Cards. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück von der Karte Bremen Nord. Dem Payware-Add-on habe ich schon ewig nicht mehr gezeigt auf dem Kanal. Ich glaube im Stream, wenn überhaupt mal. Ja, hier sieht man auch schon, wo dann eher die Zukunft liegt. Aber wir befinden uns mal wieder in Bremen am Bahnhof Wegesack. Ja, und rausgekommen ist ein neues Add-on. Jetzt, ja, vor relativ kurzer Zeit. Und zwar das sogenannte Add-on Iveco Busfamilie Urban Ray. Mal wieder. Aus dem Hause Frauengeräusch. Ja. Da gibt es ja schon die einen oder anderen. In dem Fall habe ich mal ausgewählt für uns den Iveco Urban Ray 18 mit 3 Türen. Ja, und ZF-Getriebe. Go ZF nennt er sich. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Werden wir rausfinden. Starten die Karre auf jeden Fall mal. Und man ja, entdeckt so ein paar Parallelen zu dem Iveco. Nicht zu dem Iveco, zu dem komischen Heulitz. Das ist ja auch ein Iveco. Also ich glaube, ne, die gehören ja da irgendwie mehr oder weniger zusammen. Ja, ich euch ja als letztes gezeigt den Heulitz-Bus. Könnt ihr euch auch gerne nochmal reinziehen auf Usedom. Heute sind wir mal weitergereist nach Bremen. Freue mich. Bin mal sehr gespannt. Und ja, auch dieses Add-on, genauso wie das Heulitz-Add-on, ist ab sofort für 17,95 € im Aerosoft-Shop erwerblich. Ja. Repaint hat er leider noch keins. Und auch hier muss ich nochmal dankenswerterweise sagen, ja, Hallökön, vielen, vielen Dank, ja, fürs Bereitstellen, dass ich euch das hier zeigen kann. Wer ist er denn? Der Mobibus. Ah ja, cool. Naja, hat sich ein bisschen was getan hier in Bremen, wie man sieht. Finde ich immer wieder schön, die Karte hier. Da steckt noch Liebe zum Detail dahinter. Und ich finde, ihr euch auf Ruhrgebiet mal die Bahnhöfe anguckt oder so. Gut. Ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Und zwar habe ich hier was gefunden. Den hier habe ich gefunden. Die Linie 677. Ich glaube, die sind wir noch nicht gefahren. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Die klingt für mich neu. Mal gucken. Ja. Ist auch von der Länge her ganz in Ordnung. Ist nicht allzu lang. Das gucken wir uns einfach mal an. Ja, also es wäre die 677 und dann die Route 01. Und dann gucken wir mal. Wie gesagt, es gibt... Ja, ja. Sieht doch ja nicht so verkehrt aus. Also es gibt hier wieder Lenkbusse. Es gibt aber auch wieder kürzere Busse. Ganz, ganz viele verschiedene Versionen. Ich werde gleich darauf eingehen. Und auch mit Erdgas und so weiter, aber ich wollte jetzt den als allererstes mal fahren. So, Dashboard können wir uns auch genau wieder so einstellen. Mir gefällt hier die Perspektive gar nicht. Also wenn ich das hier oben sehe, da kriege ich schon wieder... Oh, Leute, da muss ich erstmal über das Auxi das hier einstellen. Das da oben gefällt mir gar nicht. Das will ich überhaupt nicht sehen. Ist halt immer ein bisschen doof, wenn man das hier so verstellt. So, ist doch gut. Nee. Ah, denn eher so. So, ist gut. Ne? Altklar. Gut, Motor an. Machen auch mal das... Ja, okay. Innen an, das ist so eine Mischung aus, ja... Pommes rot-weiß. Ja. Wie gesagt, ist ohne Repaint. Ist so leichte Stoffbezüge drauf. Ansonsten, ja, glaube ich, für den Rücken auch nicht gerade angenehm. Hat eine etwas andere Innenausstattung als der Heulitzbus letztens. Und hier an der mittleren Tür. Da hier so eine Außenschiebetür. Ja, da hört der Sound schon, schon früher auf, als er soll. Hm, nochmal korrigieren. Ja, wie gesagt, ansonsten
die durchlaufende Innenanzeige, ja, aber ansonsten auch keine Monitore, Stationen, Bahnhof. Wie gesagt, da sind wir gerade, genau. So, Licht machen wir uns noch an und dann machen wir der Gerät hier noch an. Der Gerät ist hier, ja, Datei kennen wir auch schon. Einfach jetzt nicht einfach Power drücken. Einmal OK und dann, ja, Language. Guck mal, kannst du sogar Deutsch machen. Und dann hier Tickets und dann geht's los. Dann könnt ihr hier alles verkaufen, was ihr wollt. Heizung habt ihr hier unten, bedienen wir grundsätzlich nicht. Ja, ich hoffe, dass das was wird. Und ansonsten hier alles auch soweit selbsterklärend. Ne? Das ist genauso wie letztes Mal auch mit dem Arc der Dashboard, da ändert sich nichts. Der Telefon hier finde ich noch ganz witzig. Also, ja. So, das hier oben kannst du nicht bedienen. Hier werden eigentlich die Kameras. Gucken, ob die hier funktionieren. Nee, scheinbar nicht. Ah, das die Piepe da hinten, das nervt schon mal ganz schön. Okay, hier haben wir das gleiche Rollo wieder drin. Okay, hinten. Ja, hier. Hier ist dann doch einiges, so wie wir es schon kennen. Jetzt die Frage. Wo geht's los? Wahrscheinlich geht's hier los. Ich finde ja die Möwen hier immer genial. Die gefallen mir echt gut auf Bremen Nord. So, dann fahren wir mal los. War da noch kein Vorratstock? Weiß ich nicht. Na? Könnt ihr noch ein bisschen mehr vertragen, wa? Gang müsste eigentlich drinne sein. Machen wir nochmal raus. Gönn ihm noch ein bisschen Vorratsdruck. Ja, wir spielen heute mal im Jahre 2010, habe ich mir gedacht. Ist ja auf Bremen Nord auch so eine besondere Situation, dass man da. Naja, die verschiedenen Szenarien hat. Deswegen ist ja auch dieser Pausenraum noch nicht, den man hier gebaut hatte. Aber Bremen Nord immer noch eine wirklich schöne Karte. Ah, okay, sind noch drin. Hatte ich die noch drin? Man muss ja. Na gut, dann fahr mal los hier. Ja, klappert auf jeden Fall schon mal gut. Schauen wir mal. Ich war jetzt auch das allererste Mal mit dem. Ich habe nur geguckt, ob alles soweit funktioniert. Ei, Leute, kommen doch schon. So muss es sein. So, Türsteuerung identisch wie beim Heulitzbus. Ja, ihr hörtet, ich bin nach wie vor immer noch ein bisschen angeschlagen. Boah, Mahlzeit. ist das kalt hier. Ja, du, ist auch morgens, du. Mensch. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Kennen wir auch. Moin. Moin. Hier schön mit den Möwis und ach, ich finde, das ist schön gemacht hier in Bremen. Das gefällt mir richtig, richtig gut in Bremen. Das hat immer noch eines der schönsten Add-ons tatsächlich für Omsi. Leider ein bisschen wenig los hier immer so, ne? Nicht so die Sehenswürdigkeiten, aber so vom Baulichen her wirklich eine wunderschöne Karte. Nee, da sind wir doch noch ja nicht, Alter. Oh, wir sollten dann vielleicht mal los. Abfahrt. Ja, kennt ihr den Bus? Iveco Urban Family. Ich kenne den Bus tatsächlich gar nicht aus Mühlenhof. Man hört ja von Iveco nicht unbedingt immer so gute Sachen. Also, die werden wohl in Frankreich und Polen produziert seit 2013, diese Modelle hier, ja. Er bietet wohl mehr Platz, aber. Also schön finde ich ihn so, das ist aber Geschmackssache, das hat nichts mit dem Baustil zu tun. Schön finde ich ihn nicht. Naja. Können Sie nicht anständig fahren? Ja.
mal gerade in den Spiegel da oben gucken, ob der flüssig nachläuft, aber das sieht relativ gut aus, im Gegensatz zu dem Heulitz beim letzten Mal, oder? Naja, immer, naja. Wirklich gut läuft er da oben nicht nach, ne? Also auch hier gleiches Problem. Die wirken irgendwie wie verwandt und auch beide relativ zeitnah, also nah beieinander rausgekommen. So, moin, hier vorne habt ihr auch schon den Wärter, moin. Morgen. Oh, auch noch. Oh je. Machen Sie doch mal bitte die Heizung an. Also das ist ja hier unglaublich kalt. Ja, du, zieh doch mal eine Jacke an oder verpiss dich. Eins von beiden. Heizung gibt's hier nicht. Kannst dir ein Croissant schön frisches holen hier. Das war ein Franzosenbus. So. Gucken wir uns mal die Innenansichten an. Ah, das Licht ist ganz schön grell. Ah, okay. Okay, ja, das ist kackbraun hier drin. Mercedes hat es mittlerweile schwarz gemacht hier, diese Holme und so diese Innenverkleidung. Bei dem letzten, bei dem Heulitzer war das blau. Und hier ist es halt kackbraun. Weiß ich nicht, muss man mögen. Ja, warum sagt er mir nicht, wo ich langfahren soll? Ist schon mal falsch. Mann, warum schildert der das denn hier ordentlich aus hier? Was wäre denn das? Da, ja. Danke. Oder ich setze mal ein Stück rückwärts. Das geht hoch, wir sind ja nicht. Ja, viel Power hat er aber auch nicht, wenn du rückwärts fährst, ja. Ja, das ist. Oder doch, hier war das ausgeschildert, wa? Doch. Hä, warum habe ich denn den übersehen, den Pfeil? Also, war ich blind oder was? Habe ich echt übersehen, ne? So, wir drehen jetzt einmal hier so ein bisschen. Oh. Jetzt sind wir wieder auf Kurs. Ich finde in Bremen-Nord wirklich, diese Straßen sind so eng, ne? Das ist echt gefährlich. Wenn hier mal zwei Bussen, also wenn sich hier zwei Busse kreuzen oder so. Wo kommst du denn her? Ich hab grün hier. Ist ja wohl ja, ne? Hauptsache quietschegelbe Auto fahren, ne? Moin. Oh, na, zumindest kommt er ganz gut vom Fleck. Das muss man ihm mal lassen. Dem Kollegen hier. Mal hier machen wir auch nochmal ein Foto fürs Let's Play. So, hier, Becks. Lecker. Mercedes. Ja, wie gesagt, also es gibt die verschiedensten Varianten, auch mit Zweitürern und Viertürern und habt ihr alle nicht gesehen. Aber halt wieder von unseren lieben Franzosen hier alle entwickelt, also unser
auch der Gerät. Ja, der Gerät wieder auf Französisch und so. So, wer Kinder war? Ah, guck mal, hier hinten finde ich das auch ganz schön, dass du da noch so eine Zielanzeige hast. Die sieht auch sehr schön aus. Nur kaputt. Oh ja, okay. Also wirkt jetzt nicht so, als wäre der Bus irgendwie 2013 oder ab 2013 gebaut worden, sondern erinnert mich so an uralte Solaris-Busse. So zweite Generation oder damals die dritte Generation, die ja so, naja, ab 2005, 6, 7. So, daran erinnert er mich. Wahrscheinlich auch immer so eine Gewöhnungssache hier. So, wieder Teilscheinbremse und dann habt ihr leider nach wie vor keine Freigabe. Hier vielleicht, ne, über Auto oder so. Das dann wie eine Autotür ist oder so. Also ja, ein bisschen sperrig, wenn er losfährt. Wie gesagt, die Standard-Cockpit-Perspektive hat mir auch nicht so gefallen. Die habe ich jetzt mal über das Auxi verändert vorhin, habt ihr ja gesehen. Aber naja, wenn man jetzt, sag mal, das Auxi nicht hat. Ja. Was ja doch eine feine Sache ist. Aber wenn man das jetzt nicht hat, dann würde mir das nicht so gefallen, weil das auch immer relativ viel Performance frisst. Ja. Moin! Achso. So interessant, Moment. Achso, damit habe ich quasi den Türflügel gesperrt, wa? Kann das sein? Ja, klar. So, auch hier können wir wieder schön die vordere Tür eigentlich schon während der Fahrt aufmachen oder auch, wir können auch mit geöffneter erster Tür fahren. Ja, das geht also. Guck mal, wie eng das hier ist, ey. Meine Güte. Ja, Retarder und Bremse ist gewöhnungsbedürftig. Ist gewöhnungsbedürftig. Ist Iveco. Also man denkt wirklich, das wäre schon ein älteres Fahrzeug. Also, aber ist es nicht. Man hört auch den Motor vorne fast gar nicht. Es wäre so ein Hybrid oder so, ne? Aber ist es nicht. Also Motor läuft nach wie vor. Aber schöne Linie, muss ich ehrlich mal so sagen. Gefällt mir gut. Mal Kickdown? Geht nicht, warum geht das nicht? So, ein Kickdown-Weg aber noch. Mal hier hören. So, wir müssen einmal geradeaus durch. Ja, hier der Strebersitz. Ich finde ja in Bremen auch hier die Fahrerfiguren ganz schön.
Alter, die Piepe nervt, ey. Mehr war jetzt am Kickdown nicht drin, ne? Naja, kostet ja auch Sprit. So, nächster halt Beckedorf, Endhaltestelle. Hier vorne schon drin. Ja, der klappert halt, das ist wieder Heulitz, ja. Der klappert halt immer sehr beim Bremsen. Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Hat sich wohl irgendwie aufgehangen oder so? Nee, also der Bus, der setzt jetzt hier eigentlich aus. Soweit ich weiß, setzt der jetzt hier aus. Oder fährt er nochmal zurück? Nee. Der setzt jetzt aus. Leerfahrt. Gewerbekamp. Na, guck mal hier noch. Im Scheißhaus. Also modern sieht er ja aus von außen. So von innen fand ich ihn jetzt nicht so modern. Und auch das hier Klappere und so motormäßig, aber gut. Ja, ist natürlich immer Ansichtssache. Schreibt mir mal eure Meinung rein. Ja, was sagt ihr zum Iveco, zu diesem Bus? Gefällt er euch? Wollt ihr noch weitere, von dieser Familie sind ja ganz viele Busse, die hier mitgeliefert werden, wollt ihr da noch weitere Fahrzeuge sehen? Und wenn ja, welche? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, macht es gut und ciao, ciao.